Am 37. ordentlichen Landeskongress der niederösterreichischen Grünen wurden in Neunkirchen die Gremien sowie Landesgeschäftsführer und die Landessprecherin neu gewählt. Bei der Landtagswahl im Jänner verzeichneten die Grünen ein Minus von 1,6% und verloren deshalb den Clubstatus. Vor Beginn des Parteitages wurden aber langjährige Abgeordnete verabschiedet, darunter auch Madeleine Petrovic. Ihr könnt sicher sein, dass ich weiter mitmache, wo ich kann, unterstütze den Landtagsclub, aber vor allem natürlich bei den vielen Basisinitiativen. Und da ist mir überhaupt nicht bang, dass es steil bergauf gehen wird. Diese Ansage zollten die 136 Delegierten langen Beifall. Am Landeskongress ist es auch darum gegangen, die Partei neu aufzustellen. Man ist in einer schwierigen Situation, denn man muss Schulden der Bundesgrünen, die aus dem Nationalrat geflogen sind, übernehmen. In Niederösterreich hat man neue Voraussetzungen, grüne Anliegen für die Menschen durchzusetzen. Wir sind nicht stimmberechtigt in den Ausschüssen. Wir können auch dort keinen Antrag einbringen. Wir bringen es dort ein, wo es die ÖVP für uns vorsieht, und sie macht sich schon wieder lächerlich. Sie werden dreister und haben verkannt, dass es in einem modernen Land, das Niederösterreich sein soll, es unabdingbar ist, eine starke Opposition zu haben. Die es aber nach dem Wahlergebnis im Jänner nicht mehr gibt, da SPÖ, FPÖ und ÖVP ein Regierungsübereinkommen geschlossen haben. Daher verbleibt nur eine Möglichkeit. Aufdecken, kantig sein, Oppositionspolitik. Und wir werden dieses Wahlversprechen einlösen, glaubt es mir. Es wurden auch drei Resolutionen an das Land verabschiedet. Nein zur Waldviertel-Autobahn, Kindergärten offen auch über den Sommer und ein 75-Euro-Studententicket für den öffentlichen Verkehr. Krismer wurde mit 87,5% als Landessprecherin bestätigt. Ihr Ziel ist es, Druck im Land zu machen, um grüne Anliegen durchzusetzen.